Tageskommentar zum 26. März. Ich gebe zu, so richtig zufrieden bin ich mit dem Ergebnis der Wahlen im Saarland nicht. Wobei das natürlich eine mittelmäßige Angie-Aussage dafür ist, dass mir das Ergebnis ganz und gar nicht gefällt. Die Freien Wähler haben mit 0,9% schlechter abgeschnitten als die NPD mit 1,2%, diese ein bisschen schlechter als die FDP mit ebenfalls 1,2%, und die größte unter den sonstigen wurde die Familienpartei mit 1,7%. Die hat aber auch trotzdem noch weniger bekommen als die Gesamtzahl der ungültigen Stimmen, denn das waren 2,1%. Wahlsiegerin ist Annegret Kramp-Karrenbauer, die davon ausgeht, mit der SPD eine große Koalition zu bilden, die dann die Zweidrittelmehrheit im Landtag hätte. Sollten jedoch Heiko Maas und die SPD lieber Koch als Kellner werden wollen, so stünden die Linken bereit, mit denen die SPD eine knappe Mehrheit hätte. Das dürfte dafür sorgen, dass die Vorstellungen der CDU nicht in den Himmel wachsen. Warum kommen die Piraten derzeit in die Landtage? Sie profitieren von jenem Effekt, der 1980 die Grünen in die Parlamente gebracht hatte, der Hoffnung der Jungwähler. Eine neue Partei kann noch nichts falsch gemacht haben, ihr fehlt die Zuordnung in die Schubladen der Etablierten. Das geht so lange gut, bis ein neuer Joschka auftaucht, der die idealistischen Gründer hinauspeist und deren Enthusiasmus für seine Karrierepläne nutzt. Ab dann übernehmen die Dienstwagenjäger, bei denen sich die Parteiziele den eigenen Karrierezielen unterzuordnen haben. Eine Anmerkung für die Strategen, die ungültige Stimmen abgegeben haben. Wären alle Stimmen gültig gewesen, läge die 5%-Hürde für den Einzug in den Landtag bei 24.580 Stimmen. Die Grünen haben das nicht erreicht. Sie haben nur 24.248 Stimmen bekommen, also 330 Stimmen weniger als erforderlich. Dank der ungültigen Stimmen reichten aber 24.062 Stimmen. Das heißt, die Grünen hatten dann etwa 200 mehr als nötig. Die Grünen profitieren von der geringen Wahlbeteiligung und von denjenigen, die es nicht geschafft haben, ein Kreuzchen in ein Kreischen zu setzen. So ein Pech aber auch. Unser aller Merkel und ihr Getreuer Schäuble verabschieden sich schon mal von der eigenen Aussage, dass die Haftung der BRD für den Euro-Rettungsfonds auf 211 Milliarden Euro begrenzt sei. Bei den neuen Konstruktionen, welche die beiden inzwischen diskutieren, werden es 280 Milliarden oder gleich 400 Milliarden Euro sein. Gemeinsam ist diesen Wolkenkuckucksheimen nur, dass es um Geld geht, das wir nicht haben. Aber auch das lässt sich präzisieren. Geld, das weder die Regierung noch das staatsähnliche Gebilde für Tunesien besitzt, jedoch bei Bedarf den deutschen Bürgern abgenommen werden kann.